Penner. Die hat uns zusammengebracht in der Corona-Zeit. Hat auch mal was Gutes gehabt. Gell? Corona-Zeit waren keine Bäckerkonzerte, die zwei hatten frei. Dann hatten wir mal Fanny, natürlich probieren wir was raus. Es hat wunderbar geklappt. Wir haben uns getroffen. Wo war es eigentlich? Bei mir. Bei dir? Beim Jo zu Hause. Wir haben angefangen zu spielen und dann auf einmal, ich dachte, Moment, bin ich jetzt zu Hause? Gell? Also man hat ja. Es geht ja, man spielt da, aber ich hatte gleich so ein Heimatgefühl. Und wir haben uns 5 Minuten uns angeschaut und es war Liebe auf den ersten Blick. Und wo wir uns schon so lange gekannt haben. Gell? Und das ist eben diese ähnliche Konditionierung von unserer Ausbildung her. Wir haben alle so klassische Ausbildung und so, haben uns aber dann auch für andere Sachen interessiert, ne? Für Bierzelt, Musik, oder Schlager oder sogar Wagner. Ne? Und alles hat mich interessiert. Gell? Fand ich auch mit dem Deep Purple, war die auf Tournee. Ich hab hinten, oder? Hinten. Und 80 Konzerte, volles Rohr. Mein Gott. Und
unfassbar. Und deswegen sind wir jetzt froh, dass wir auch dass uns der Peter eingeladen hat, Peter Lee, bin ich auch sehr dankbar. Und wie schon gesagt, und dass Sie uns in dieser Zeit Ihre Zeit schenken. Vielen Dank dafür. Macht doch Spaß! Fanny hat uns ein Stück mitgebracht von Franz Liszt. Sozusagen, wir wollen immer auf Johann Sebastian Bach sein. Ja. Ja. Der ist ja mit eurem Bach. Ja. Und deswegen
deswegen müssen wir jetzt was vom Motor spielen. Das ist richtig. Aller Türke, mein Lieblingsstück. Ja, wunderbar. Thank you.
eine großartige Komposition von Johannes Balek, die Sensor Sensibility, wurde aufgenommen 1996. Ja, da hat uns damals ein Hörfunk, Journalist, Hörfunk, Redakteur vom Bayerischen Rundfunk, hat uns genötigt, eine CD zu machen. Weil er gesagt hat, ihr spielt immer nur mit, ihr begleitet Konstantin Becker, Kari Pipapo, Hannes Bader, alle möglichen Heinis begleitet, ihr macht jetzt eine CD. Und hat dann einfach gebucht und gesagt, und jetzt geht er rein. Und da ist die CD entstanden, auch eine schöne Geschichte. Ja? Johannes Warnecke. Und wir kennen uns schon so lange, wir haben uns mit, ich war 16, 17, er war 19, keine Ahnung, damals. Und wir waren dann am Konservatorium in Nürnberg, da haben wir uns getroffen. Da gibt es ein tolles Foto, bring ich, wir kommen wieder, oder Peter? Ja. Ja. Dann bringe ich dann mal das Foto mit, das hängen wir dann dahin. Okay, versprochen. Und wir haben damals, ich habe da einen Motor an der Burg gehabt, weil es war eine ganz tolle Zeit, 80er, 70er, 80er, da gab es ja noch Konzerte und alles Mögliche und Wien und wir haben keine Ahnung. Wir haben nur eine Küche gehabt. In meiner Küche war das Klavier, ja, da war das Klavier gestanden. Meine Mitbewohner hatten immer vom Bierzeltjob so Blumen mitgebracht, so Birken und so. Die standen in der Küche bei mir im Wundergästchen 22, legendär. Ja. Da haben wir Sessions gemacht. Und aus dieser Zeit auf jeden Fall ein bisschen was spielen. Blackbird, ja? Bye-bye, ja? Blackbird? Thank you.
Sack reingekommen. Also Karlsruhe, Mann. Was ist immer so gefallen? Wir waren in den 90er Jahren, da gab es doch Jobs. Bin Max Greger, 2 Wochen haben wir in Karlsruhe gespielt. Was war das? Mercedes oder so? Autovorstellung. 2 Wochen. Am Stück. Ah, wer hat Geburtstag? Ja, ja. Ja, nein. Nein, der Jürgen Seefelder und mein Programm schaut sich wohl nicht an. So das Programm von Max war so geschaut, das war super. Und am Abend macht natürlich Max. Ich habe ihn gemocht, wir mochten uns. Ich habe viel gelernt von ihm und mein Hero, am Abend macht der Max ein Fass auf. Ja. Peter, weißt du, mit Nightwing, ah, super. Thank you.
Und dann hat er hier das Pikmin gespielt, aber das war von 96 bis 2000. Da wurde die Pikmin wieder eingestellt, da war der Peter Herbertsheimer auch. Kennt ihr doch? Peter war da zu Gast. Ne? Der hat dann gesagt: Naja, wenn wir frei spielen, ja, dann beginnen wir halt von vorne. Ja. Der war so richtig, richtig cool und richtig nett. Was soll ich eigentlich sehen? Ach, der Begleiter von Hildegard Knef. Also damals, ich wollte gar nicht nach Berlin, ich war 35, der Wecker war im Gefängnis. Und dann kam der Anruf und da war eben Kai Rautenberg, der Pianist von Hildegard Knef, der über den Wolken mit Reinhard May produziert hat, die Sounds gemacht auf der V-Fieser-Orgel. Dann war der Ingo Kramer, der linkshändige Gitarrist, der hat Marmor, Stein und Eisenbrick aufgenommen. Dun, 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 dun. Original. Dann war der Craig Bone in der Band, der hat die ganzen scheiß Punkte an der ersten Bühne gespielt. Tim Brönner war noch in der Band. Das war eine wunderbare Zeit. Ja? Also ich danke dem Leben dafür, wollte ich mal sagen. Und ich stimme noch ein Stück aus Mexiko. Aus Spanien.